Heute ein Video zum Thema verdeckter Narzissmus. Zuerst erzähle ich ein ganz klein bisschen darüber, was verdeckter Narzissmus ist, was ihn ausmacht, was ihn kennzeichnet. Und anschließend kommen wir zu Dirks Lebensgeschichte. Gleich nach dem Intro geht's los. Um verdeckten Narzissmus verstehen zu können, müssen wir mal den Vergleich zum grandiosen Narzissten ziehen. Ein grandioser Narzisst sagt, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Schönste und ich bin der Klügste. Und wer mir nicht folgt, ist selber schuld. Ein verdeckter Narzisst tritt viel, viel unscheinbarer auf. Er tritt leise auf, bescheiden auf, schüchtern, ein wenig hilflos vielleicht. Die Manipulationstechniken, die ein verdeckter Narzisst anwendet, sind genau die gleichen, die ein grandioser Narzisst anwendet. Nur, dass sie etwas unauffälliger vielleicht rüberkommen, aber dafür letztendlich umso gnadenloser, weil sie auf den ersten Blick noch schwerer zu erkennen sind als bei einem grandiosen Narzissten. Einem grandiosen Narzissten traut man eher mal nicht so über den Weg, weil er kommt ja schon mit stolz geschwellter Brust daher und man denkt sich irgendwo, oh mein Gott, was ist das für einer? Bei einem verdeckten Narzissten glaubt man erst einmal nicht an üble Machenschaften. Die Gefährlichkeit, die vom verdeckten Narzissmus ausgeht, wird ganz, ganz deutlich, wenn man sich einen verdeckten weiblichen Narzissten vor Augen hält. Hier wird an den Beschützerinstinkt des Mannes appelliert und der Mann, wenn er nicht gewappnet ist und nicht fest zu seinen Werten steht und seine Grenzen nicht absteckt und nicht wahrt, kann manchmal gar nicht so schnell gucken, wie er in den Fängen einer weiblichen verdeckten Narzisstin gefangen ist. Man stelle sich das doch bitte einmal bildlich vor, wie toll es für einen Mann ist, wenn vor ihm eine Frau sitzt, die ihn anklimpert und sagt, ach, ohne dich wäre ich doch überhaupt gar nicht zurechtgekommen. Und ach, und wir zwei, wir werden das schaffen. Und es ist so schön, dass ich dich getroffen habe und du jetzt an meiner Seite bist. Jetzt ist mein Leben schön. Ja. Ein Mensch, der ein wenig Erfahrung mit Narzissmus hat, würde vielleicht hier anfangen, schallend zu lachen. Andere Männer, die erstmal so von Narzissmus noch nie gehört haben, fühlen sich dermaßen gebauchpinselt und laufen in diese Falle hinein. So schnell kann man gar nicht gucken, wie das passiert ist. Ja, und damit kommen wir dann jetzt auch zu Dirks Geschichte. Dirk hat mir per E-Mail seine Lebensgeschichte geschildert. Wir haben ein wenig miteinander telefoniert und ich habe sehr gute Einblicke in das Leben von Dirk mit einer verdeckten Narzisstin bekommen. Dirk hat mir die Erlaubnis gegeben, seine Geschichte in anonymisierter Form zu veröffentlichen. Damit legen wir einmal los. Dirk war viele, viele Jahre mit einer verdeckten Narzisstin zusammen. Wie hat sich die Geschichte zwischen Dirk und Petra, wir wollen sie jetzt einmal hier Petra nennen, entwickelt? Ja, Petra hat sich als liebes, nettes, schüchternes Mädchen dargestellt und Dirk war Feuer und Flamme. Dirks Beschützerinstinkt war geweckt. Er wollte dieses Mädchen unbedingt retten, was sich so hilflos und mit Augenaufschlag darstellte. Und Dirk war, wie gesagt, Feuer und Flamme. Ja, die beiden, die wurden dann ein Paar. Und was mir Dirk dann auch geschildert hat, war, dass da hätte er vielleicht schon ein wenig hellhörig werden können. Dirk musste nämlich sehr um Petra kämpfen. Es hat also ewig gedauert, bis er ihr Herz erobert hatte. Also es ging immer wieder in die Richtung, ach, und ich weiß nicht, ob wir füreinander geschaffen sind und soll ich nicht? Und all das entfachte Dirks
Bemühung, jetzt das Herz seiner Angebeteten doch noch endlich einmal zu erobern, ja, um ein Vielfaches. Und so legte er sich richtig ins Zeug und schrieb Liebesbriefe und telefonierte, und irgendwann war es dann soweit, sie waren ein Paar. Ja, es war dann eine recht angenehme Zeit, die ersten Monate, die ersten Jahre sogar, die waren recht angenehm, so hat Dirk das geschildert. Sie haben wirklich viele, viele schöne Gespräche miteinander geführt, und Dirk hat sich aufgehoben gefühlt, es war alles gut. Ja, bis dann irgendwann so die ersten Wermutstropfen dann plötzlich ja zu sehen waren und die ersten dunklen Wolken am Himmel aufzogen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Ganz einfach. Dirk hat plötzlich gemerkt, dass sich seine Partnerin nicht wirklich ihm gegenüber verpflichtet. Das hat er natürlich so in dieser Form jetzt nicht realisiert. Hoppla, meine Partnerin committet sich ja nicht wirklich mir gegenüber, sondern er hat irgendwie ein ungutes Bauchgefühl gehabt. Und das ist ja immer das, worauf ich immer wieder hinweise, dass eine Schere sich auftut zwischen dem, was der narzisstische Partner äußert, ich hab dich ja so lieb, und dem, was tatsächlich dann an Handlungen erfolgt. Und hier hat Dirk dann zum ersten Mal gemerkt, hoppla, das Commitment, das fehlt irgendwie. Wie hat sich das geäußert? Ja, Dirk hat zum Beispiel von Episoden am Arbeitsplatz erzählt, wo es nicht so ganz rund gelaufen ist, was ja absolut normal ist. Wo läuft es irgendwo denn immer rund? Ja, es gibt hier mal Reibereien und dort mal Reibereien. Und dann ist er wegen einer Auseinandersetzung, die er am Arbeitsplatz hatte, dann zu seiner Petra gelaufen am nächsten, nach Feierabend, und hat ihr erzählt, du Petra, das und das ist passiert, und ach, was sagst denn du dazu, ich finde das echt voll gemein. Und dann wurde er groß angeguckt, und dann wurde gefragt, ja, und wo ist jetzt dann dein Anteil bei dieser Geschichte? Und das zog sich, dieses Verhalten zog sich wirklich über Jahre durch die Beziehung mit Petra. Man kann das auch bezeichnen als mangelnde Empathie, die Petra in diesem Fall gezeigt hat. Petra hat keine Empathie gezeigt. Petra hat nicht das, was eine Partnerin in diesem Moment als allererstes machen würde, gezeigt. Nämlich den Dirk in den Arm nehmen und sagen, ey komm, erzähl doch mal, was ist denn da jetzt passiert? Und das ist aber wirklich doof gelaufen. Nein, all das ist komplett ausgeblieben. Stattdessen wurde gefragt, ja, und wo siehst du jetzt deinen Anteil? Ja, und das irgendwo zu greifen, fiel natürlich Dirk, der mit narzisstischen Manipulationstechniken sich überhaupt nicht auskannte, auch komplett schwer. Weil ihm wurde dann freundlich lächelnd gesagt, als er diese Problematik dann irgendwann auch mal aufgezeigt hat, du, ich weiß gar nicht, was du willst, ich will dir doch helfen, ja, ich möchte dir helfen, deinen Anteil an dieser Geschichte zu sehen, damit du in Zukunft besser am Arbeitsplatz zurechtkommst. Aha, hat Dirk gedacht, hört sich ja eigentlich so ganz vernünftig an. Aber auf der emotionalen Ebene ist er natürlich komplett auf Abstand gehalten worden und war am Verhungern. Und das hat er irgendwo so als Bauchgefühl immer wieder realisiert. Und er hat dann auch diese Dinge im Laufe der Jahre immer wieder zur Sprache gebracht. Und es wurde dann gesagt, ja, ich weiß gar nicht, was du willst, ich stehe doch hinter dir. Das wurde dann tatsächlich so verbalisiert. Und wenn sich dann Dirk irgendwann mal aufgeregt hatte über etwas, was wieder mal am Arbeitsplatz passiert ist, und sich dann wieder einmal beklagt hat bei Petra über ja, die mangelnde emotionale Unterstützung, dann hieß es, du, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass du jetzt meinen Zuspruch gebraucht hast. Da denke ich dann auch, wie gemein ist das, den Dirk in dieser Situation so hängen zu lassen. Die waren jetzt schon Jahre miteinander verheiratet. Die Frau wusste ganz genau, wie Dirk tickt. Dass er nicht heulend zu Hause ankommt und sagt, oh, mir ist alles wieder zu viel geworden und die bösen, bösen. Nein, der Dirk, der hat sich erstmal Luft gemacht, der hat seinem Ärger Luft gemacht, und dahinter stand die Bitte, bitte unterstütz mich, bitte unterstütz mich, bitte hilf mir. Und ja, da ist Dirk jedes Mal gegen eine Wand gelaufen.
Dirk hat dann auch erzählt, dass er im Laufe der Jahre Diskussionen mit Petra hatte über ganz normale Auseinandersetzungen, die man eben halt so in einer Ehe hat. Und da ist ihm dann aufgefallen im Laufe der Jahre, dass es immer offensichtlicher wurde, dass er mit Petra reden und reden und reden konnte und nichts dabei rumgekommen ist. Er war nachher wirklich erschöpft nach jahrelangen Streitereien. Er hat dann zu mir gesagt, du, ich habe nachher gemerkt, ich habe 3 Tage um meine Rechte gekämpft und habe dann so viel Einsehen bekommen, wovon dann irgendwo gefühlt nach 3 Tagen auch dieses bisschen Einsehen dann irgendwie wieder ja, kassiert wurde und alles wieder so lief wie bisher. Dirk hat erzählt, dass Petra sich auch nicht entschuldigen konnte. Petra hat allerdings immer eingefordert, wenn dann irgendwo mal was schiefgelaufen ist und Dirk sich ein wenig fehlverhalten hatte, dass Dirk sich gefälligst zu entschuldigen hätte. Dirk hat dann im Laufe der Jahre auch gemerkt, er wieder mal versucht hatte, Vereinbarungen zu treffen, weil es lief ja nicht mehr wirklich rund. Und Dirk hat immer wieder versucht zu kämpfen um die Ehe, um seine Rechte. Und Dirk hat gemerkt, dass erst einmal dieses stundenlange Gerede stattfinden musste, um irgendwo mal so ein klein bisschen Einsehen zu bekommen und vielleicht auch ja, Vereinbarungen zu treffen. Dass also in Zukunft, was weiß ich, die Geschirrspülmaschine, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Geschirrspülmaschine, dass die Geschirrspülmaschine in Zukunft so und so eingeräumt wird. Und Dirk hat dann gemerkt, dass diese Vereinbarung ja, sich nach ein paar Tagen schon wieder in Luft aufgelöst hatten. Sowas nennt man übrigens passiv-aggressives Verhalten. Das ist auch eine Manipulationstechnik von Narzissten, bei der jemand, der sich mit Manipulationstechniken und Narzissmus per se so nicht auskennt, ganz gewaltige Schwierigkeiten hat, das überhaupt zu greifen. Wenn Dirk mit seiner Petra auf einer Party war. Hier kommen wir jetzt noch zu einem anderen Beispiel, passiv-aggressives Verhalten. Auf einer Party war und es war vereinbart, um 23 Uhr zu gehen. Dann musste Dirk über all die Jahre immer wieder feststellen, dass 23 Uhr nicht 23 Uhr war. 23 Uhr bedeutete dann, ja, man macht sich so langsam fertig und man lässt sich noch mal ein Glas Wasser oder ein Glas Wein einschenken, an dem man dann noch eine weitere halbe Stunde dann vor sich hin nippelt. Passiv-aggressives Verhalten. Irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, hatten beide dann festgestellt, dass sie sich aneinander aufarbeiten. Dirk war unglücklich, Petra war unglücklich. Und beide beschlossen, eine Ehetherapie zu machen. Ja, und da musste Dirk feststellen, welche Macht eine verdeckte Narzisstin hat. Weil nämlich der Therapeut von Narzissmus überhaupt keine Ahnung hatte und auf die verdeckte Narzisstin Petra voll hereingefallen ist. Petra spielte alle Seiten einer verdeckten Narzisstin aus. Sie brach in Tränen aus. Sie erzählte, ich will doch nur, dass es meinem Mann gut geht. Und ach, ich habe so viel mit ihm mitgemacht und ich bin immer an seiner Seite gestanden. Und Dirk hatte schon bald das Gefühl, dass der Therapeut ihm finstere Blicke zugeworfen hat. Der Therapeut war voll und ganz auf Petras Seite. Das Einzige, was der Therapeut dann doch tatsächlich bewerkstelligen konnte, war festzustellen, dass es Kompetenzbereiche gibt, in die sich die Petra bitteschön nicht einzumischen hätte. Und das hat der Therapeut tatsächlich einmal zur Sprache gebracht, dass hier Grenzüberschreitungen stattfinden. Und es kam genau so, wie es kommen musste, hat mir Dirk erzählt, ein paar Jahre später wurde genau dieser Kompetenzbereich, der ausdrücklich festgehalten wurde in dieser Eheberatung, in dieser Therapie, die gemacht wurde, dieser Kompetenzbereich wurde komplett einkassiert und dann hieß es plötzlich wortwörtlich, nö, das ist gar nicht dein Kompetenzbereich, das ist auch mein Kompetenzbereich. Dirk war also wieder einmal komplett
hilflos. Das Opferplay wurde richtig super gut ausgespielt von Petra. In der Ehetherapie hieß es dann auch, alle anderen Frauen hätten dich doch verlassen mit den Schwierigkeiten, die du am Arbeitsplatz gehabt hast und was du immer wieder erzählt hast und ach, was ich alles durchmachen musste. Hier hätte eigentlich der Therapeut merken sollen, dass hier Opferplay gespielt wird. Weil wenn jemand wirklich Verantwortung für sich übernimmt, dann sagt er, okay, ich halte es mit diesem Menschen nicht mehr aus. Aber Knöpfe drücken und Druck ausüben und Schuld zuweisen und schlechtes Gewissen verbreiten, indem genau diese Dinge so unter Tränen vorgebracht werden, das ist das Gemeine bei einem verdeckten Narzissten. Dirk musste dann auch feststellen, dass er sabotiert wurde vor Freunden und vor der Verwandtschaft. Dirk war eigentlich ein lebenslustiger Mensch und hatte seine Freude dran, auch mal Späße zu machen und mal andere Menschen zu imitieren, und musste dann feststellen, dass seine Petra, sobald er dies gemacht hat, die Augen verdreht hat. Natürlich hat Dirk dies angesprochen. Nur, dass es eben halt überhaupt nichts gebracht hat und dass es trotzdem weiter gemacht wurde. Eigentlich ein absolutes No-Go, den Partner vor anderen Leuten derart zu diskreditieren. Ein absolutes No-Go. Irgendwann, nach vielen, vielen Jahren, hat Dirk gemerkt, er kann mit dieser Frau nicht mehr zusammenleben. Die Streitereien nahmen zu und beide waren sich im Klaren darüber, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie ihr Leben garantiert nicht weiter zusammen verbringen wollten. Am Ende vieler, vieler Jahre war Dirk einfach mürbe geworden. Er hatte irgendwo erkannt, dass er überhaupt nicht durchdringt, dass seine Anliegen, die er immer wieder vorgetragen hat, nicht ernst genommen wurden und dass er alleine dastand. Von Narzissmus hatte Dirk erstmal überhaupt gar keine Ahnung. Dirk hatte keine Ahnung von Manipulationstechniken. Dirk hatte überhaupt keine Ahnung von Grenzüberschreitungen. Natürlich hat Dirk seinen eigenen Anteil an dieser ganzen Geschichte gehabt, weil ein gesunder Mensch lässt nicht jeden Tag über seine Grenzen rüberlatschen, und ein gesunder Mensch kennt seine Werte und sagt Stopp bis hierhin und nicht weiter. Irgendwann hat Dirk auf jeden Fall gemerkt, dass er mit dieser Frau nicht weiter zusammen sein konnte und hat beschlossen, einen Schlussstrich unter die ganze Beziehung zu ziehen. Was dann folgte, wie er mir erzählt hat, war Therapie, war hingucken, was eigentlich los war, warum das überhaupt passiert ist. Heute ist Dirk ein glücklicher und zufriedener Mensch. Das war die Geschichte von Dirk. Ihr werdet vielleicht gemerkt haben, dass auch Dirk Anteile an der letztendlich gescheiterten Beziehung hatte. Mir ging es jedoch jetzt erst einmal nur darum, die Manipulationstechniken einer verdeckten Narzisstin aufzuzeigen. Aufzuzeigen, was überhaupt verdeckter Narzissmus ist, um ein wenig Licht in diese Thematik hineinzubringen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.